Herzlichen Glückwunsch! Heute am 13. Februar hat Christina mit CH oder mit K, Christina oder Christina auch nur mit C, Namenstag. Es ist so, dass die Christina im Median 26 Jahre alt ist und der Name Christina leitet sich wie auch Christian oder Christiane von dem griechischen Wort für Christus ab und bedeutet die Christin abhängig. Anhängerin des Glaubens an Jesus Christus. Die Christina hat heute Namenstag am 13. Februar, weil der Name leitet sich von Christina von Spoleto ab und Christina von Spoleto, die um 1435 in Osteno bei Porlezza am Luganer See geboren wurde und am 13. Februar 1458 in Spoleto in Umbrien umkam. Sie trug ursprünglich den Vornamen Augustina und liebte Luxus und angenehme Gesellschaft. Das änderte sich mit dem Tod ihres Sohnes. Sie trat 1455 in den dritten Orden der Augustiner ein, nahm den Namen Christina an und führte ein Wanderleben. Bald erlangte sie, die der Buße und Nächstenliebe lebte, den Ruf der Heiligkeit, floh aber immer wieder vor den sie aufsuchenden Menschen. Schließlich ließ sie sich in Spoleto nieder, wo sie sich dem Krankendienst widmete und so stark fastete, dass sie schließlich entkräftet starb. Das ist die Geschichte der heiligen Christina. Es gibt viele berühmte Christinas, da sagen wir Christina Stürmer, die Sängerin, ich glaube Schweizerin ist sie genannt, die Christina Schröder, die ist Politikerin und Christina Vogel, das ist eine Radsportlerin und natürlich noch Christina Jakobsen, meine liebe Frau und bessere Hälfte, wirklich die bessere Hälfte. Ja, weitere Informationen zu Namen, liebe Christina, findest du auch in unserer App Namechecker, die ist im App Store und bei Google Play vorhanden und zu finden. Und ja, weitere Informationen, wie man Namenstage im Marketing gescheit nutzen kann und vernünftig damit Umsatz generieren kann, unter www.marancon.de/Namenstage. Herzlichen Glückwunsch an alle Christinas heute am 13. Februar.